Eintracht Frankfurt und alle Fans werden noch sehr viel Freude mit unserem offensiven Trio aktuell haben. Dann wird dann auch wieder versucht, also quer zu spielen, anstatt den Abschluss zu suchen. Ja, Filip Kostic soll jetzt sein Spiel verändern. Nee, in keinster Weise. Und hallo aus Frankfurt im Herzen von Europa vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Arminia Bielefeld. Heute mit spannenden Themen, unter anderem mit einer Taktikanalyse mit Weltmeister Uwe Bein, mit den PK-Highlights von Oliver Glasner und einem Besuch von Markus Krösche am Riederwald. Starten werden wir mit dem Mann, der am Wochenende die Kapitänsbinde getragen hat, mit Martin Hinteregger. Die Kopfschmerzen, die sind passé und er hat sich Zeit genommen, mit Marc Hindelang zu sprechen über die Viererkette, über unser Offensivverhalten und das, wo wir vielleicht noch das ein oder andere Stellschräubchen drehen können. Willkommen Martin Hinteregger, grüß dich. Servus. Wie läuft es eigentlich mit dem Buch? Sehr gut, Bestellungen kommen rein und lauter positive Rückmeldungen. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, weil ich doch ein bisschen nicht genau gewusst, wie es ankommt, aber nur positiv bis jetzt. Allergrößten Respekt dafür. Bei eintracht.de und auf martinhinteregger.com kann man es bestellen. Reden wir über Sport. 0-0 gegen den FC Augsburg. Defensive steht. Wir haben seit langer Zeit mal wieder zu 0 gespielt. Wie weit hat es mit der Umstellung von Dreier- auf Viererkette zu tun? Natürlich hat es auch damit zu tun. Ist ja logisch, ob jetzt drei hinten sind oder vier. Da ist natürlich die eine oder andere mehr Stabilität mehr. Und deswegen war es ja 0-0. Aber man sieht ja, dadurch, dass wir kein Tor geschossen haben, fehlt natürlich vorne ein Spieler mehr und trotzdem fühlen wir uns, glaube ich, in dem System mit Ole Glasner wohler mit vier hinten. Du hast gesagt, hinten stabil, vorne haben wir uns sehr viele Chancen herausgespielt, leider nicht genutzt. Dennoch, hast du es auch nach dem Spiel gesagt, unsere Offensivkräfte, gerade unsere Neuen, kommen immer besser in Schwung. Ist es jetzt wirklich nur noch eine Frage vom Feintuning oder Erfolgserlebnis? Was fehlt da noch? Naja, der eine kommt aus Italien. Der andere überhaupt Südamerika und da wird ganz anderer Fußball gespielt. Das ist ganz logisch, dass die ein bisschen sich einstimmen müssen auf den Fußball, was da gespielt wird. Erstens müssen sie auf unseren Fußball einstimmen, weil unsere Taktik ist schon sehr viel, auch für die, was letztes Jahr schon da waren, sehr viel Neues. Und wenn du dann komplett aus einem anderen Land kommst und in einer anderen Liga und du erst einmal auf die Gegenspieler, auf das Tempo einstimmen musst und dann auch mit unserem System ein bisschen zum Grübeln hast, dann ist ja logisch, dass das ein bisschen dauert. Aber man hat schon gesehen, die Ansätze waren da. Ich glaube, vor allem nach den ersten 30, 40 Minuten haben sie gesehen, auf einmal hat was funktioniert und dann ging es los. Und Eintracht Frankfurt und alle Fans werden noch sehr viel Freude mit unserem offensiven Trio aktuell haben. Da sind wir auch überzeugt von. Jetzt geht es nach Bielefeld. Schwieriger Gegner, unangenehmer Gegner, gerade auch mit dem unverwüstlichen Fabian Klos, oder? Natürlich ist auswärts Bielefeld immer wird spannend, sagen wir so. Es kommt ganz darauf an, wie wir reinkommen. Ich glaube, sie sind schon auf einem Niveau, würde ich mal sagen, mit Augsburg zu sehen. Wir werden sicher wieder die dominante Mannschaft sein. Wir haben schon gehört, Bielefeld hat mit Abstand die meisten langen Bälle gespielt. Also werden wir uns auf viel Kopfballduelle, auf viel hohe Bälle einstellen müssen. Und da haben sie natürlich einen Stürmer vorne, der die überragend verlängern kann mit seiner Größe. Da brauchen wir gute Absicherung. Aber letztendlich müssen wir einfach alles mit dem Ball, also wie wir spielen und so. Wir müssen den Ball flach halten, wir müssen Fußball spielen. Und dann werden wir sicher vom Platz gehen. Da freuen wir uns drauf. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Martin. Danke. Interessante Aspekte, die unser Kapitän Martin Hinteregger da angesprochen hat. Und die wollen wir jetzt nochmal vertiefen mit unserem Experten, mit Weltmeister Uwe Bein. Grüß dich, Uwe. Servus, hallo. Uwe, ein Punkt, fangen wir mal hinten an. Dreierkette, Viererkette war ja einer der Punkte, die viele drüber gesprochen haben. Ist es für dich, macht das so viel aus? Ja, ich denke mal, entscheidend ist nicht, ob Dreier-, Vierer- oder Fünferkette. Entscheidend ist, wie die Spieler sich auf ihren Positionen verhalten. Und aus dem Spiel heraus ergibt sich, dass man mal in der Dreierkette spielt oder mal in der Vierer- oder selbst in der Fünferkette. Und die Spieler müssen einfach miteinander harmonieren. Und dann ist es für mich, ich bin ja kein Verfechter dieser Ketten, eigentlich egal, wie man das nennt. Wichtig ist, dass man untereinander die Abstimmung hat und dass jeder Spieler
sich auf den Mitspieler oder gerade den Spieler neben sich verlassen kann. Du hast gerade angesprochen, viele neue Spieler, neue Laufwege. Das bringt uns auf unseren zweiten Punkt, den wir ansprechen wollen. Strafraumbesetzung, finaler Pass so ein bisschen. Das war ja das, woran es gehapert hat. Wir blicken da mal auf ein, zwei Szenen, Uwe, wo die Eintracht sich gut nach vorne kombiniert hat, aber dann dieser, ja, der letzte Pass dann gefehlt hat. Hast du das auch so gesehen? Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man jetzt Hauge, Boré, Lindström sieht, das sind drei neue Spieler, die im Prinzip noch nie zusammengespielt haben. Ja. So, dass da von A bis Z natürlich nicht alles klappen kann, ist auch klar. Aber man hat in einigen Szenen gesehen, gerade im Umschaltspiel, was die drei drauf haben und was sie können. Natürlich kann das am Anfang nicht alles klappen. Wenn sie einer von denen vielleicht mal einen reinstummt zum 1-0, gewinnen wir das Spiel vielleicht, klar. Aber ich habe gute Ansätze gesehen bei allen dreien und ich bin guter Dinge, was die Zukunft angeht. Es ist so eine gleiche Situation, der eine läuft kurz, der andere läuft auch noch kurz und im langen Pfosten ist dann keiner so eine Absprachensituation. Ja, ist natürlich, wenn man über außen kommt und flankt und nur Boré vorne in der Spitze hat, ist das natürlich nicht die richtige Auswahl, sage ich jetzt mal. Da muss man schon mal gucken, dass einer am 16er mitkommt, dem man mal den Ball zurücklegen kann, wie Kostic und Rustic es im Spiel gegen die Franzosen gemacht haben, im Testspiel. Aber das braucht halt ein bisschen seine Zeit und ich persönlich bin absolut davon überzeugt, dass das in die richtige Richtung geht. Das sieht man, wenn man die Jungs sieht, weil sie sind alle mit 100% dabei. Und mir fehlt nur so ein bisschen, dass man einfach mal, wenn man eine Schussposition hat von 16, 17 Metern, dass man einfach mal aus der zweiten Reihe schießt. Das vermisse ich ein bisschen bei uns. Haben wir vielleicht noch in der zweiten Szene, du hast angesprochen, der Ball lief gut. Wenn wir uns die zweite Szene nochmal angucken, ist aus der zweiten Halbzeit eine Kombination im Mittelfeld, wo es sehr schnell geht über Jibril Sow, über Lindström, dann über Hauge. Ist es dann so eine Situation, da vielleicht mal den Schuss zu suchen, anstatt nochmal den Abspiel in die Mitte? Ja, ich habe noch eine andere Szene, auch aus der Halbposition. Dann wird dann auch wieder versucht, also quer zu spielen, anstatt den Abschluss zu suchen. Ja, bei der Szene kann man beides machen. Man kann aufs Tor schießen, man kann aber auch flanken. Aber es war halt, es waren drei Weiße da und ein Rot da. Und muss man dann halt auch mal egoistisch als Stürmer sein und vielleicht mal das 1-gegen-1 und dann zum Abschluss kommen. Haken wir Augsburg ab, blicken wir nach vorne. Am Wochenende steht das Spiel in Bielefeld an. Ist ja schon ein wichtiges, weil man hat jetzt im Endeffekt erstmal nur einen Punkt auf der Habenseite, obwohl man ein gutes Spiel gemacht hat. Wie siehst du Bielefeld? Wo sind die Stärken bei der Arminia? Wo können wir sie knacken? Ja, ich denke, Bielefeld ist eine kampfstarke Mannschaft. Und gerade auf der Alm in Heimspielen werfen sie alles rein, was sie haben. Das haben sie in der letzten Saison gezeigt, dass es selbst für die Spitzenmannschaften sehr, sehr schwer war, in Bielefeld was zu holen. Wir haben klar gewonnen dort. Sollte man vielleicht den Jungs mal vorspielen. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wenn wir die Chancen, die wir in Bielefeld bekommen, wenn wir die einigermaßen nutzen, dass wir auch das Spiel in Bielefeld als Sieger verlassen. Stichwort lange Bälle, hat Hinti auch schon mal erwähnt, Richtung Fabian Klos, da wird es das eine oder andere Kopfballduell am Wochenende geben. Ja, es ist aber nicht nur Fabian Klos. Ja, er ist der zentrale Spieler vorne in der Spitze. Über ihn läuft eigentlich alles und er macht eigentlich aus nichts auch ein Tor. Also da heißt es schon 100% Wachsamkeit bei ihm, ja. Uwe, vielen lieben Dank für die Analyse und hoffen wir, dass die Spieler deinen Worten auf jeden Fall folgen werden. Das hoffe ich doch, sehr gerne. Welche Erkenntnisse Oliver Glasner gewonnen hat von Arminia Bielefeld, das erfahrt ihr jetzt in den PK-Highlights. Bielefeld ist die Mannschaft, die mit den meisten langen Bälle spielt, die halt zwei sehr physisch robuste Spitzen haben, die viel über den zweiten Ball kommen, über ihre Mittelfeldraute, hier sehr, sehr kompakt sind und dann ganz blitzschnell in die Spitze spielen, bei Standardsituationen gefährlich sind und darauf haben wir uns natürlich auch vorbereitet. Das ein bisschen mitbekommen, ja, Filip Kostic soll jetzt sein Spiel verändern. Nee, in keinster Weise. Und wenn Filip Kostic dreimal der Abnehmer, den er gefunden hat in der Box, das Tor schießt, hätte er drei Assists gehabt und hat selber noch eine Torchance, eine große, wo er den gegnerischen Torhüter anschießt. Also dann hätte er nahtlos dort angesetzt. Beim Assist bist du auch immer ein bisschen abhängig, ob der Junge den Ball dann reinschießt oder nicht. Aber ich habe mir auch mal jetzt die Mühe gemacht, weil ich natürlich so ein bisschen das mitverfolgt habe, mir anzusehen, wie alle Goalgetter der letzten Jahre ihre erste Halbsaison bestritten haben bei der Eintracht, nämlich in puncto Tore. Frage euch mal, wie viel das waren bei einem Luka Jovic in der ersten Halbsaison. Zwei. Bei Ante Rebic. Null. Ja, dann
bei André Silva im 3. Und Haller 5. 6, genau. Also von dem her ist alles... Wie? Ja, ist schön, das freut mich, dass nicht nur ich recherchiert habe. Also nein, aber mir ist dann ganz wichtig, dass wir da auch unsere Jungs, und das habe ich ja gesagt, wir werden die unterstützen und wir verfallen jetzt, wie gesagt, wir dürfen uns vorwerfen lassen, dass wir die Chancen nicht verwertet haben, aber wir, denke ich, brauchen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir nicht alles versucht haben, ein Tor zu erzielen. Mehr Eigengewächse hier im Deutsche Bank Park spielen sehen, zum Beispiel wie Eamon Barkok, das ist das Ziel unseres Sportvorstandes Markus Krösche. Dafür war er unter der Woche beim Nachwuchsleistungszentrum am Riederwald und hat dort die Mitarbeiter und Trainer näher kennengelernt. Natürlich auch unseren anderen Weltmeister Andreas Möller. Markus Krösche hat sich nicht lumpen lassen und alle zum Grillen eingeladen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Jungs weiterentwickeln, dass wir den Spieler im Fokus haben, dass wir auch versuchen, auch so viele Spieler, die bei uns jetzt hier im Nachwuchsleistungszentrum sind, auch in den im Profibereich zu integrieren. Und einfach, es ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Also es ist nicht nur die Ausbildung von Jugendlichen oder von Spielern, ist ja nicht nur das Nachwuchsleistungszentrum, sondern es ist immer eine Kombination aus Profibereich und Nachwuchs und als gesamter Club. Und da haben wir eine Verantwortung. Und für mich ist Nachwuchsarbeit extrem wichtig. Und ich möchte, dass so viele Spieler, die bei uns bei Eintracht in der Jugend gespielt haben, dann bei uns auch im Stadion auflaufen. Auf Markus Krösche, unseren Sportvorstand, kommen brisante Tage zu, denn am Dienstag ist ja der Deadline-Day und wir sind gespannt, was bei unserer Eintracht noch so alles passiert. Jetzt geht unser Fokus aber Richtung Samstag, Arminia Bielefeld auf der Alm. Das Ganze natürlich bei Eintracht FM und bei Sky. Das war's von uns. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche ist ja Länderspielpause. Also Daumen drücken für Samstag. Auf 3 Punkte. Forza SGE.